Yo, Pernas, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart, heute im Topspiel gegen Schalke 04. Wenn wir gewinnen, haben wir einfach 6 Punkte Vorsprung auf Schalke, 5 Punkte auf Bayern und ja, dazu halt auch einfach das wunderschöne Glück, dass Ginchek weiterhin unser Top-Torjäger ist. Und dadurch, dass er Top-Torjäger ist, wird das, denke ich mal, auch klappen, dass er heute wieder ein Tor schießt. Und ich bin zuversichtlich. So, gleichzeitig haben wir auch noch hier in Sua, der hier einfach alles wegrätscht, wenn es sein muss. Und wir spielen mit genau dieser Aufstellung. Wir spielen in der Felddienst-Arena. Eieiei. Auswärtsspiele sind ja immer sehr schön. Und wo bleibt die Aufstellung von Schalke? Die will ich jetzt sehen. Na, wo bleibt sie? Jetzt, hä? Oh nein, jetzt ist sie wieder übersprungen worden. Ja, geil. Okay, Huntela spielt auf jeden Fall. Geis spielt. Sam. Ich denke mal, da spielt Sarah eh. Ah, bin ich gut. Und Sam legt den Ball zu Aogo. Okay, der spielt links. Choupo-Moting. Und da unten läuft es ja auch nochmal durch. Martip und Höwedes in der Innenverteidigung. Geis und Axel Witzel. Okay. Warte, war das nicht der Belgier, der bei Manchester United gespielt hat? Oder Manchester City oder so? Oder Arsenal? Ich weiß nicht, jetzt nicht ganz genau, wo er gespielt hat. Ich weiß nur, dass er vor... Das ist, glaube ich, der etwas doch schon bessere... oh Gott, scheiße. Oh, die haben die beste Heimbilanz. 8 Siege, 3 Niederlagen. Haben wir nicht die beste Auswärtsbilanz? Das trifft sich ja gut. Da treffen ja wieder Welten auf sich. Beste Auswärtsbilanz gegen beste Heimbilanz. Und dann auch noch beste Abwehr hier. Vielleicht gegen die den besten Angriff. Wer weiß. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Ein Spieler von uns hat sich da gerade verletzt. Liegt da immer noch. Ich glaube, Sunsic ist es. Nee, liegt da nicht mehr, okay. Eieiei, das wäre es ja jetzt noch gewesen, wenn sich jetzt Sunsic verletzen würde. So, Martip. Gentner holt sich den Ball, perfekt. Gentner legt den Ball da über. Ja, Ginchek, nein, Fährmann ist dazwischen. Oh, da war der Chip perfekt zu Ginchek. Und dafür kriegt hier, wer kriegt die gelbe Karte? Dennis Aogo. Kriegt die gelbe Karte noch für das Foul an Sunsic. Und Gentner legt den Ball hier rein. Und da ist Matip. Nächste Ecke. Von der anderen Seite. Da bringt sie Kostic rein. Und dann hoffen wir mal, dass der die besser reinbringt. Naja. Gentner hätte hier eigentlich schießen können, aber er wurde blockiert. Also in manchen Spielen wird sowas aber auch mal als Foul gewertet. Das ist auch wieder dieses... Ich weiß auch nicht, warum entscheiden die einen eigentlich immer auf faul und die anderen dann wieder nicht, bei genau denselben Aktionen. Je nachdem, welcher Schiedsrichter das ist. Also es ist klar, die Schiedsrichter ändern sich immer, aber es ist ja auch manchmal genau derselbe Schiedsrichter, der einfach im einen Spiel das pfeift und im nächsten dann wieder nicht. Wo ich mir dann so denke, so EA, was hast du dir dabei gedacht? Gut, Fehlentscheidungen reinbringen, okay. So Realismus und so, aber hä? Dann nicht immer, dann auch noch immer für die CPU und nie für dich. Weil also kommt es mir zumindest groß jetzt vor, dass es eigentlich fast immer so ist, dass die Fehler dann immer für die CPU sind. So, oh nein. Schwab, perfekt. Gentner, Seredier auf Maxim, der auf Kostic, der zurück zu Maxim und das ist sehr schön. Und der schießt einfach mal und Fährmann hat den Ball. Oh Mann. Ich brauchte echt mal so einen, der irgendwie richtig schöne Schüsse auch mal aus so einem Winkel machen kann. Maxim. Und da ist Höwedes dazwischen. Fährmann wieder am Ball. Ah, schade. Aber wer hätte das vorher gedacht, dass das hier das Topspiel der Saison wird eigentlich? Oder das momentane Topspiel der Saison? Schalke gegen Stuttgart. Also, dass es Stuttgart ist, hätte ja schon keiner gedacht.
dass Schalke, glaube ich, so weit oben ist, hätte jetzt auch nicht unbedingt jeder gedacht, dass sie hier mit einem Sieg wieder auf die Tabellenspitze springen können. Ist schon sehr unglaublich auch, dass Stuttgart da ist, wenn man sich so die letzte Saison angeguckt hat und dann diese im Vergleich jetzt. Ist doch schon einiges gemacht worden. Und Di Santo, Schwab, Augo, Schwab, Augo, oh Gott. Ich habe ja gefragt, was so, ob ich schneiden soll oder nicht. Und jetzt, ich habe jetzt 3 Kommentare bekommen. 2 davon waren dafür, dass ich nicht schneide. Einer hat gesagt, so halb-halb. Und wenn ich geschnitten mache, kann ich auch mehr machen. Und hier ist das Gegentor. Was war das denn für ein Gegentor? Da konnte ich ja gar nichts gegen machen. Okay, wahrscheinlich. Wir sind die ganze Zeit am Drücker, machen das zwar aber nicht und dann kriegen wir einfach direkt wieder ein Gegentor. Okay, wahrscheinlich. So, Insua. So. Kostic. So, Seredier. Kostic. Nein, Matip, dazwischen, das gibt's doch nicht. Huntelaar. Sam. Freistoß für Schalke, das ist unschön. Das ist unschön. So, wir gehen mal auf sehr offensiv. So. Okay, jetzt aber Ginczek. Ginczek. Warum? Warum? Er sollte vor 10.000 Jahren passen. Nimmt den Ball erstmal 10-mal nochmal an und dann passt er den Ball, wenn der gedeckt ist, ey. Das ist doch... Jetzt holt euch auch endlich mal den Ball hier. Alter. Oh, endlich. Oh Gott. Was ist das denn hier? Bayer Leverkusen gegen Dortmund noch hier. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Schwab. Auf Gentner. Der auf Schwab. Der... Oh Gott, das gibt es nicht. Aogo, Choupo-Moting. Aogo, ja, wahrscheinlich. Mit einem... Mit 2 Pässen ist einfach unsere ganze Abwehr ausgespielt. Alter. So, Maxim. Gentner. Ginczek kickt natürlich den Ball nicht. Wenn wir aber mal sowas spielen wollen, dann sind unsere Spieler alle viel zu blöd oder sonstiges. So, Langrack. Jetzt vielleicht mal. Maxim. Warum auf diesen Spieler, wenn ich einfach ganz normal auf Diät ziele? Warum will man immer den komplizierten Spieler spielen? Oder warum wollen die das immer? Harnik. Ja. Ich sag mal nichts dazu. So. Oh. Sam. Und. Höfe des. Alter! Warum fällt der um? Kostic, komm schon. Hol dir den Ball. Behaupte ihn. Perfekt. Behaupte ihn weiterhin. Behaupte ihn. Behaupte ihn, Alter. So. Na, da sollte der Ball doch gar nicht hin. Der soll da hin zu Schwab. So. Schwab. Schwab. Schieß. So, Schwab. Hol dir den Ball. Pack ihn auf Gentner. Der auf Maxi. Okay, totaler Angriff. Während die hier Gasolin reinbringen für Huntelaar. Und Platte für... Okay, okay, die wechseln einfach ihren ganzen Sturm auf einmal aus. Und Harnik. Ginczek. Ja. Oh. Herrlich. Perfekt. 1-1. 1-1 kann ich mitleben. Dann haben wir einen Punkt weiterhin auf Bayern.
und weiterhin 3 Punkte auf. Also dann ändert sich halt nicht viel. Zumindest was so Bayern und Schalke angeht, was so Schalke angeht. Auf Bayern und Co. holen wir ja sogar noch einen Punkt raus. So, und Kostic. Okay, dann war das halt ein Foul. So, wir wechseln mal Kostic aus, bringen mal Bakambu dafür rein. So, aber das war's auch erstmal. Vielleicht, je nachdem, wie es sich macht, wechseln wir gleich auch nochmal Mahanik aus, wechseln dafür Traoré rein oder sonstiges. Aber jetzt erstmal Kostic, hat mal eine Pause verdient. Bakambu hat mal Einsatzzeit verdient. Alter, Aogo, zum Glück. Alter. Nein! Jawohl, Alter. Alter. Weg damit. Perfekt. Und jetzt schneller Konter, schneller Konter, schneller Konter. Ginter. Oh, macht es nicht schnell genug. Witze. Sam. Die haben halt die Spieler für schnelle Konter. Das sieht man auch hier wieder. Choupo-Moting, einfach mal eben so an allen Spielern vorbeigesprintet. So, Serrerier auf Insua. Wir haben die auch, aber nur auf den linken Flügel. Haben wir jetzt gerade einen drin, der das kann. Alter, und das war kein Abseits? Wayu! Nein! Das gibt Rot! Das gibt nur Gelb! Alter, was für ein Glück! Was für ein Glück, Alter. Leg Red Cross da einfach voll an und verletzt einfach. Nee, okay, ja, die nicht verletzt, verplatte. Aber, Alter. So, wir wechseln mal noch Traoré ein. Alter, was war das jetzt für ein Glück, dass wir da jetzt. Okay, totaler Angriff. So. Legen wir den Ball hin. Wir versuchen ihn mal nach da hinten zu passen. Ja, Schwab. Ah. Anstatt den Ball unbedingt mit dem Kopfball annehmen zu können, kannst du auch einfach irgendwas anderes machen oder den Ball versuchen weiterzuleiten, als da so wie du es jetzt gerade gemacht hast, umzufallen. Oh. Bei sowas, da frage ich mich dann echt so, geistig da? Ist mein Spieler geistig da? Oder was ist mit dem? Wo ist der? Ist der gerade schon beim Mittagessen? Beim Abendessen? Denkt ihr sich gerade so, ja, heute ist es mir mal ein Schnitzel? Oder. Oder was denkt ihr sich? Platte, oh Gott. 5 Minuten noch. Und wir bräuchten eigentlich noch echt ein Tor. Alter, wenn wir jetzt so wieder spielen, dann ist das wieder so ein. Jedes Spiel müssen wir gewinnen, solange. Hä? Was? 11 Meter? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist jetzt nicht sein Ernst. In der 87. Minute gibt er einen Elfmeter. Für was? Oh Gott, er geht raus. Jawohl, in so erklärte Ball-Ecke. Aber für was hat der jetzt da einen Elfmeter gegeben? Kann mir das mal jemand erklären? Du solltest doch jetzt nicht Ginchek schicken. Du solltest da unten Bakambu schicken. Oh, Wadro, komm. 3 Minuten zu spielen. Wir schicken nochmal irgendwie Bakambu oder so. Abseits, jawohl. Aber das bringt ihnen natürlich auch wieder Zeit. Scheiße, weil jetzt müssen wir auch erstmal wieder den Spieler suchen. Der ist jetzt natürlich gedeckt. Bis der Spieler sich dann mal denkt zu passen. Und jetzt kommt wieder der Konter und dann steht es gleich wieder 2-1. Ich sehe es, komm. Nee. Langer klärt den Ball. Perfekt. Und dann ist das Spiel vorbei. Wir spielen 1-1 gegen Schalke. Leider. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht. Wir können uns das ja mal angucken hier. Ich glaube, von den Statistiken her hätten Schalke schon das 2-1 verdient, aber es war auch einfach. Die haben einen Elfmeter bekommen, der meiner Meinung nach kein Elfmeter war. Haben ihn verschossen und da hätten wir doch echt schon langsamer. Ja. Und übrigens, einer hat gesagt, ich soll das von Portugal annehmen. Ich selber habe auch irgendwie Bock auf Portugal. Ich nehme es einfach mal an.
Und damit haben wir natürlich auch nochmal hier noch ein zweites Team. Ich hoffe, die sind jetzt nicht, die haben jetzt nicht zu viele Länderspiele. Dann noch gegen Frankreich und gegen. Ah, das sind aber nur Testspiele, die werden wir dann simulieren. Also Testspiele werden wir simulieren. Dann steht schon die Europameisterschaft fest. Ja, dann gucken wir da mal rein. Bundesliga, Deutscher Pokal. Ach ja, hier, da sind wir ja direkt rausgeflogen. Champions Cup, nee, das brauchen wir nicht. Euroleague. EM-Quali, da sind wir also weiter. Aber ganz knapp nur. Okay. Gut. Warte, in der Bundesliga, 2 Punkte Abstand zu Bayern. Und das nächste spielen wir gegen Hannover. Die sind Achter. Eieiei. Das könnte noch was werden. 3 Punkte Abstand zu Schalke und zu Gladbach. Also auch noch Niemeyer. Immer hinten in den Nacken. Im Nacken haben wir auch noch Niemeyer hängen. Und Dortmund hat ja auch einfach mal gewonnen. So, und wir lassen die hier jetzt einfach mal trainieren. Hoffen einfach, dass Goretzka sich gut entwickelt. Genauso wie. Ja, gut, der Rest hat sich leider nicht gut entwickelt. Aber man Deckung und Grätsche bei Goretzka besser. Das ist schon mal gut. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann heißt Stuttgart gegen Hannover. Und Stuttgart gegen Bayer Leverkusen wird umgeändert von 18. März zu 6. April. Da gucken wir gleich mal, was da ist. Ach. Hier hätten wir eigentlich das Spiel gehabt. Und das wird dann, da haben wir jetzt dann einfach 3 Wochen Spielpause. Okay. Das ist natürlich interessant. Bayern kommt auch bald. Oh, das wird aber dann mies. Erst Bayer Leverkusen, dann Bayern. Paar Tage danach. Dann haben wir eine Woche für Augsburg. Dann haben wir Leverkusen. Dann 4 Tage danach haben wir Dortmund. Da hoffen wir mal, da müssen wir hoffen, dass wir keine Punkte liegen lassen. Und dann haben wir auch schon fast die Saison fertig. Also es sind nicht mehr so viele Spiele. Ein Spiel, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, falls wir weiterkommen sollten, 10, 11, 12, 13, 14 Spiele noch, dann ist die Saison vorbei. Dann gehen wir in die Europameisterschaft mit, ja, mit was für Team denn? Oh, mit momentan diesem Team hier, mit Vitinha geht raus, dafür Cedric dann rein. Mit Nani, Ronaldo, Quaresma, Danny, Moutinho, Thiago, Carrillo. Haben wir da keinen besseren? Fonte haben wir da noch. Und Oliveira und Coentrao, Rui Patricio natürlich auch. Oder Diego Lopez. Da müsst ihr auch nochmal in die Kommentare dann schreiben, was für Spieler wir nehmen sollen, was für eine Aufstellung wir in der Nationalmannschaft nehmen sollen. Das wird jetzt natürlich auch nochmal interessant. Und damit hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und sage einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Pan.